Stolen. By Stelia. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Friedrich Frotte und das sind die Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Leipzig. Die Leipziger Wohnraumentwicklung ist laut einer neuen Studie des Alfred Jodocus Quack Ostinstituts auf einem besorgniserregenden Kurs. Die Stadt, die vor einigen Jahren noch Wohnungssuchenden in sogenannten Wächterhäusern hat wohnen lassen, ist nun im Begriff, dem Finanzspiel von Großkonzernen zum Opfer zu fallen. So hat sich der durchschnittliche Quadratmeter Kaufpreis in Leipzig seit dem Jahr 2014 mit 200 Euro auf 1.300 Euro pro Quadratmeter knapp versiebenfacht. Ebenso seien die Angebotsmieten in diesem Zeitraum um etwa 42% gestiegen. Da könnte ich echt kotzen. Bethlehem. Der römische Kaiser Augustus fordert die Menschen des Römischen Reichs auf, sich an ihren Herkunftsort zu begeben, um sich dort zählen zu lassen. Wir schalten nun live zu unserem Bethlehem-Korrespondenten Norbert Nasenhorn mit den neuesten Entwicklungen. Guten Abend, Norbert. Wie ist die Lage vor Ort? Ja, guten Abend, Friedrich. Die meisten Menschen scheinen dem römischen Diktator Folge zu leisten. Neben mir stehen Maria und Josef. Wie geht es Ihnen? Wie finden Sie es, hunderte von Kilometern zurückgelegt zu haben, um am Ende ordentlich durchgezählt zu werden? Ja, also ehrlich gesagt, das ist schon richtig anstrengend. Ja, wir konnten unterwegs immer wieder bei Freunden in Hausprojekten unterkommen. Das hat es vielleicht ein bisschen erleichtert. Genau, nur für heute Nacht sind wir noch auf der Suche. Sie sehen ja, Maria ist schwanger. Gott sei Dank. Ja, die unsichere Unterkunft heute macht uns schon ziemlich nervös. Aha, okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin bei der Suche und Maria Ihnen auch ganz viel Spaß bei der Geburt. Das war Norbert Nasenhorn mit den neuesten News aus Bethlehem und damit zurück ins Studio. Ey. Unsere Eltern diese Story echt geglaubt haben, ne? Die kommen halt wirklich aus einer anderen Zeit. Schauen, wann die uns fragen, wann wir endlich heiraten. Ach, schau mal, da ist eine Tür. Wollen wir vielleicht fragen, ob wir da die Nacht verbringen können? Haben ist besser als brauchen. Das weiß ich, spät noch stören, aber wir suchen noch eine Bleibe für heute Nacht. Ich bin schwanger, meine Füße tun weh. Können wir vielleicht bei euch pennen? Was habt ihr denn anzubieten? Wir haben nicht viel. Ich habe nicht mal einen richtigen Bart. Unsere ewige Dankbarkeit. Das war nicht gerade viel, ne? Nicht gerade viel, wa? Ich brauche noch eine Butze für heute Nacht. Kann ich hier pennen? Würde ich auch 2 Bitcoins in your Wallet schieben. Ich hab's eilig, ich hab gleich noch einen wichtigen Call mit meinem Mitarbeiter in New York. Passt das? Na, legst du vielleicht noch eine Flasche Wein oben drauf und dann werden wir uns schon einig. Perfekto. WLAN-Schlüssel hängt am Router. So ein Assi, ey. Komm, Maria, wir versuchen's da vorne nochmal. Warte mal. Zwischenmiete? Für den Zeitraum Dezember 1. vor Christus bis März 1. nach Christus suchen wir eine Zwischenmiete für unsere vegetarische, drogenfreie und sehr solidarische Wohngemeinschaft. Wir lieben es, vegan, vegetarisch zu kochen und führen philosophische oder politische Gespräche. PS, Freitag ist Fischtag. Wollen wir vielleicht mal gucken, ob wir da die Nacht verbringen können? Maria, ich liebe dich. Jo, wir melden uns dann bei dir, ne? Alles klar. Ciao. Ciao. Hi, Vaisachi.
Boah, ihr Style ging gar nicht. Zu fürchten. Was für eine Braut, Alter. Hilfe. Gar keinen Bock. Ey Leute, die Tür stand gerade offen und wir haben euer Schild an der Straße gesehen und wir wollten... Also ihr tanzt ja auch ein bisschen spät hier an. Eigentlich haben wir das Casting gerade durch. Aber von mir aus setzt euch halt. Danke euch. Ja, dann fangt doch mal an. Erzählt mal was. Ja, was wollt ihr denn wissen? Also, ich bin Maria, das ist Josef, wir sind gerade aus Nazareth gekommen. Ja, was macht ihr denn so? Also, was studierst du? Ich bin Zimmermann, arbeite regelmäßig auf Baustellen und habe auf jeden Fall ein festes Einkommen. Okay, also nichts studiert, und du? Studiert? Ja, ich habe Business Consulting Technology auf Lehramt Master studiert. Genau. Und ich habe auch vor, nach der Geburt weiter in diesem Bereich zu arbeiten. Echt jetzt? Du bist schwanger oder was? Sieht man das nicht? Boah. Also auf Babys stehe ich nicht so. Also auch gerade wegen der Lautstärke und der Hygiene und so. Also stehe ich einfach nicht so drauf. Also wir sind eine ziemlich saubere und ruhige WG und müssen morgens raus in die Uni und in die Bib und das sehe ich jetzt nicht mit dem Baby. Also passt nicht. Sorry. Ja Leute, können wir wenigstens heute Nacht hier bleiben? Also es fängt ja jetzt auch bald an zu regnen und... Nee, sorry Alter, das wird nichts mit uns. Ich würde dich jetzt auch bitten zu gehen. Echt jetzt. Das passt einfach nicht. Aber ich wünsche euch viel Glück, oder? Ciao. Ciao. Boah, ey. Ich kann kotzen, ey. Wirklich. Arrogante Hipsters, ey. Aber schau mal da hinten. Lass mal da weiterschauen. Boah, ey, was für eine Nummer. Kommt die hier mit einer Kugel an? Um die Uhrzeit. Auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie übelst dreistig, auf ein WG-Zimmer zu bewerben, wenn man schwanger ist. Was geht? Gar nicht, Alter. Die platzt doch bald. Ohne Scheiß. Einfach nur, also ich weiß nicht, bodenlose Frechheit, hier so reinzukommen und uns jetzt eine Plage noch an, weißt du, in die Bude zu bringen. Dieses Geplärre am Morgen, stell's dir vor, ey. Nee. Ich find's irgendwie eklig auch. Also sorry, aber nicht. Einfach nur daneben, die ganze Nummer von vorne bis hinten. Keins nicht. Ich würde mich schämen. Ich würde mich so schämen. Dreist. Boah. Was wollt ihr denn? Hi, wir sind Maria und Josef und wir suchen eine Bleibe für heute Nacht. Wir wurden jetzt schon zweimal abgewiesen. Wir sind todeserschöpft von der langen Reise. Können wir bei dir pennen? Pff, nee, Leute, heute Nacht wird das nix. Nee, danke, ey. Pff, nee. Alter, dein Ernst? Mann, was stimmt da mit den Leuten nicht? Weißt du, fuck, ich bin schwanger. Wir suchen eine Bleibe für eine Nacht. Eine Nacht, Mann! Ey, fuck, Mann! Weißt du, was für ein Arschloch muss man eigentlich sein, um Leute in unserer Situation mitten in der Nacht auf der Straße stehen zu lassen? Ich krieg so eine Krawatte, ey! Okay, ich hab vielleicht noch so einen Schuppen hinten. Da könnt ihr meinetwegen die Nacht drin verbringen. Ey, vielen Dank. Besser als nichts, ey. Na gut, dann kommt mal mit. Ja, Leute, ne, also, das ist mein Schuppen. Macht's euch irgendwie bequem, schaut zu. Gute Nacht für euch. Danke. Hey, dank dir. Komm, leg dich erstmal noch hin. Ey. Zum Glück haben wir jetzt erstmal ein Dach über dem Kopf. Ich bin richtig platt vom Tag. Ja, voll, ich bin auch voll glücklich. Wir berichten wieder live von dem schwangeren Paar Maria und Josef. Wie ich sehe, haben sie eine Bleibe für die heutige Nacht gefunden. Wie geht es ihnen nach diesem nervenaufreibenden Tag?
Alter, wir haben jetzt echt keinen Nerv für ein Interview. Würdest du... Maria, wie geht es Ihnen mit Ihrer Schwangerschaft? Haben Sie schon mal über Pränataldiagnostik nachgedacht? Wie schätzt Sie eigentlich die Chancen für ein gesundes Kind ein? Hä? Was geht? Es geht dich überhaupt nichts an, Alter. Mach dich vom Acker. Wir wollen unsere Ruhe haben. Ja, liebe Zuschauer, wie Sie sehen, die Nerven liegen hier blank. Man könnte auch sagen, dicke Luft im Paradies. Aber damit Sie, liebe Zuschauer, weiterhin nichts verpassen, bleibe ich für Sie nach wie vor vor Ort. Und damit zurück ins Studio. Danke, Norbert. Forscher der Verlies-Universität glauben endlich herausgefunden zu haben, wie sich das Phänomen der menschlichen Fortpflanzung tatsächlich erklären lässt. Der Vatikan kündigte bereits an, eine Gegenstudie anfertigen zu wollen und bezeichnete die Ergebnisse der Forscher als unglaubwürdig und absurd. Oh, hallo. Mein Name ist Dr. Professor Herbert Geröllheimer. Willkommen in meinem Labor. Heute werden wir uns der menschlichen Fortpflanzung widmen und wie es zu so einem Menschenkind kommt und wie schön eigentlich das Wunder der Geburt ist. Bei der menschlichen Fortpflanzung braucht man vor allem eine Frau und einen Mann. Wenn diese beiden sich erfolgreich näher gekommen sind, kommt es zum Geschlechtsakt, auch Sex genannt. Hierbei dringt der Mann mit seinem Penis in die Vagina der Frau ein. Dort einmal angekommen, amüsiert er sich und ejakuliert in die Frau hinein, womit er tausende, nein Millionen kleiner Spermien, hier dargestellt durch eine Kaulquappe, sie sind sehr ähnlich, nur viel kleiner und seltsamer. Und diese versuchen, zu dem Ei vorzudringen, welches man sich ebenfalls als Ei vorstellen kann, worin das weibliche Erbgut gespeichert ist. Einmal angekommen, verschmilzt die Kaulquappe mit dem Ei und bildet dort einen neuen, eine sogenannte Zygote, die sich dann teilt und zu einem Menschen weiterentwickelt. Schwer vorzustellen für einen Menschen aus dem Jahre Null, aber tatsächlich wahr. Somit ist die unbefleckte Empfängnis ein Mythos und wissenschaftlich nicht nachzuweisen, sondern vielmehr ein psychologischer Effekt des Vaters, der seiner Rolle wahrscheinlich nicht gewachsen ist. Das war es auch schon. Ich werde mich jetzt wieder dem wahllosen Zusammenmischen diverser Flüssigkeiten mischen und diese mit einem Staunen kommentieren. Oh. Der Hamburger Schlagermove erreichte am Wochenende Rekordzahlen. Rund 1,2 Millionen bunte Frohnaturen beschalten für 2 Tage das Zentrum der Hansestadt mit. Moment, wir unterbrechen diesen Beitrag aufgrund von neuen Entwicklungen in Bethlehem. Wir schalten zurück zu unserem Korrespondenten Norbert Nasenhorn. Norbert, was sehen Sie? Ja, hallo Friedrich. Ich befinde mich nach wie vor hier in Bethlehem und man merkt, dass seit geraumer Zeit eine gewisse Anspannung in der Luft liegt. Ein unerklärbares helles Licht liegt seit wenigen Minuten über einem Haus der Kleinstadt. Was es damit auf sich hat, ist derzeit nicht bekannt. Aber ich bleibe für Sie weiterhin dran. Oh.
Mein Kind ist da, die Geburt war nicht leicht. Was ich mich jetzt noch frage, ist, wie dieses Kind eigentlich heißt. Jesus? Wirst du mein Jesus? Du wirst mein Jesus Christus, mein Jesus, mein Jesus, mein Jesus Christus. Jo. Sein. Merci. Danke, meiner. Boah, was eine abgefuckte Nacht. Wieso können wir eigentlich nicht einmal aus dem Haus gehen und uns dabei so brutal abzufacken? Also ich weiß nicht, hat doch voll abgestylt. Und hättest du dich vom Balkon geschissen, hätten wir uns nicht so schnell verpissen müssen. Sorry, Alter. Hast du dir mal die Kloschlange angeguckt? Nee. Ey, Leute, aber auf Handyen habe ich jetzt auch noch nicht so Bock. Geht nicht noch irgendwo was? Können wir nicht noch einen Club gehen? Ein geiler Club. In Bethlewitz. Um die Uhrzeit. Schön wär's. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Norbert Nasenhorn und ich berichte wieder live für Sie aus Bethlehem. Hallo. Haben Sie schon von diesen großartigen Neuigkeiten gehört? Was meinst du? Na, der Heiland ist geboren. Haben Sie etwa davon noch nicht gehört? Nö. Der Gauland? Was interessiert denn mich die scheiß AfD? Nein, 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 nicht der Gauland. Der Heiland, unser christlicher Erlöser und Retter. Folgt einfach dem gelben, hellen Stern und ihr werdet ihn finden. Ja, geil. Lass mal auschecken. Heiland? Habe ich noch nie gehört. Aber vielleicht geht ja um die Uhrzeit auch noch was. Ja, ich hol noch eine Kiste Krosti und kippen und dann geht's ab, oder? Aufi. Ich würde noch was bestellen. Ja, hier Leute, das ist es. Das muss es sein. Scheint ja nicht gerade eine nice Party zu sein. Ich hab gar keine Mucke.
Ja, keine Ahnung, die waren bestimmt erst auf, lass mal klopfen. Der letzte Typ. Hast du es noch mitbekommen? Der ist auf die Schnauze gelegt, auf einen rausgehen. Moinsen. Wir kommen hier gerade von so einer WG-Party und haben gedacht, vielleicht geht hier noch irgendwie irgendwas. Seid ihr nicht die drei Babyhasser-Schnösel, die uns eben beim WG-Casting abgewiesen haben? Oh. Upsi. Ja, dann wäre wohl der Zutritt zur Party vielleicht uns schon verwehrt? Ja, eine Party wird das sowieso nicht, aber euer Kollege sieht ziemlich fertig aus. Kommt erstmal rein, wärmt euch auf und vielleicht könnt ihr uns ein paar Bier geben, weil Maria und ich, wir haben was zu feiern. Klasse. Boah, das ist ja hammersüß. Hä? Was wollt ihr denn jetzt hier? Bisschen Abstand bitte. Ach. Jetzt los, ey. Boah, ich hab keinen Plan. Oh mein Gott. Jesus Christ. Oh, jo, oh, das, ja. Das muss er sein. Oh, wow. Das muss er sein. Ja, zum Teufel seid ihr jetzt? Können wir verraten, was ihr wollt? Ich hab grad ein Kind gekriegt. Ja, das wissen wir doch. Der größte Influencer aller Zeiten ist geboren. Oh ja. Darauf haben die Konsumenten des Abendlandes gewartet. Hä? Was wollt ihr von meinem Kind? Ja, wir wollen euch unsere Geschäftsideen vorstellen. Wenn euer Jesus mit seiner internationalen Reichweite unsere Produkte vorstellen würde, dann würden wir euch im Gegenzug für den Rest eures Lebens mit frischer Myrrhe, Weihrauch und Gold versorgen. Was zum Teufel ist Myrrhe? Ziemlich gutes Zeug. Ziemlich gutes Zeug. Naja, also könnt ihr ja schon mal anhören eigentlich, ne? Gold? Gold, ja. Mit Stolen präsentiert Stelia einen Damenduft für goldene Momente in der festlichen Jahreszeit. Spritzige Mandarine trifft auf weiche, saftige, reife Pflaume und einem Hauch von pinkem Pfeffer. Außerdem ist enthalten edle Rose und diese verschmilzt mit den zarten Noten von Maiglöckchen und Jasmin zu einem strahlend weiblichen Bouquet, was das Herz zum Leuchten bringt. Schaut euch den Flakon mal an. Mit diesem Backsteinflakon hat sich Stelia etwas ganz Besonderes ausgedacht und hat Stolen in ein opulentes, luxuriöses Gefäß gepackt, was einem schier den Atem nimmt. Nicht nur olfaktiv. Boah! Boah, nee, ey. Was hast du im Angebot? Aufgrund des Klimawandels sind wir in Zukunft mit immer stärkeren Regenfällen konfrontiert. Es wird nass. Es wird schlammig. Hierfür benötigen wir natürlich das passende Schuhwerk. Ne? Der klassische Gummistiefel, der schützt den Fuß zwar vor Dreck und vor Wasser, aber wir kennen alle das Problem, man kriegt richtig schwitzige Füße. Unangenehm. Deshalb hat sich meine Firma die passende Lösung dafür ausgedacht. Die Gummistiefel-Sandale. Von Aerogum. Hiermit sind Sie für die Folgen des Klimawandels perfekt gewappnet. Frei nach dem Motto, mit einem lauen Lüftchen zwischen den Zehen lässt es sich besser im Wasser stehen. Das hört sich irgendwie idiotisch an. Was hast du zu bieten? Mariah, Joseph, Jesus Christ. Dieses Kind hat die Chance, den Menschen einen neuen Lifestyle zu präsentieren. Laut den Prognosen unserer Market Researchers hat Jesus das Potenzial, eine Community von über 2 Milliarden Menschen worldwide zu generieren. Hierbei erscheint es uns von Nutzen, das Konzept
von Himmel und Hölle in das Zentrum seines Contests zu stellen. Die Hölle, der Begriff der Hölle, wird hierbei als denkbar schlimmster und grausamster Ort etabliert, während der Himmel als sogenanntes Paradies fungieren wird. Wir werden die Follower davon überzeugen, dass sie sich nach dem Tod in eben dieser Hölle wiederfinden werden, wenn sie zu Lebzeiten sogenannte Sünden begangen haben. Auch wenn euch das zu diesem Zeitpunkt vielleicht etwas abwegig erscheinen mag, zeigen unsere Analysen eindeutig, dass Jesus in der Lage sein wird, den Menschen dieses Konzept zu indoktrinieren. Und an dieser Stelle kommt unser Produkt ins Spiel. Wir werden aus der irrationalen Angst der Community einen Riesenhaufen Cash machen. I know. So, und falls ich mich nicht komplett verrechnet habe, und Leute, das passiert nicht selten, nächste Folie bitte, kann es sogar sein, dass mit der heutigen Geburt von Jesus Christ die komplette Zeitzählung der Menschheit vom heutigen Tag auf Null gesetzt wird. Denn, meine Damen und Herren, angesichts der Tatsache, dass de facto jeder Follower, jede Followerin eben diese sogenannten Sünden irgendwann einmal begehen wird, erzeugen wir somit einen völlig neuartigen Absatzmarkt. Wir stellen uns das folgendermaßen vor. Wenn beispielsweise eine Person X 3 Tage lang Netflix gewünscht hat und die Todsünde der Trägheit begeht, kann sie sich bei uns für einen angemessenen Betrag von eben dieser Sünde freikaufen und entgeht somit der Hölle und landet temporär im Himmel, ergo Paradies. Dieses ökonomische Prinzip nennen wir dann Ablasshandel. Mithilfe einer App wollen wir das Buchungssystem so einfach wie möglich für alle EndverbraucherInnen gestalten. Meine Damen und Herren, wir präsentieren voller Stolz Ablass. Kauf dich frei. Kauf dich frei. Kauf dich frei. Jesus. Ich habe letztens was total Cooles entdeckt, das wollte ich meinen Followern natürlich nicht vorenthalten. Also ich war Samstag mal wieder überhaupt nicht in der Lage einzuschlafen und habe krass eine Heißhunger bekommen. Bin am Kühlschrank und habe mir erstmal so ein richtig fettes Schokoeis gesneakt und mir das komplett reingezogen. Das war so geil, heiliger Bimba. Aber dann ist mir halt auch eingefallen, ach du Scheiße, Völlerei, das ist ja voll die Todsünde, ey. Und dann musste ich mir um die Uhrzeit noch Gedanken machen, wie ich noch einen Ablasshändler finde. Unmöglich. Aber da ist mir eingefallen, ich habe doch mal irgendwann was von dieser App gehört. Ablass. Kinderleicht. Ultra easy. Du kannst einfach deine Sünde in die App eingeben und auch in der App abbezahlen. Ist das nicht genial? Also checkt das aus, Leute. Ablass. Übelst geil. Kommentiert das Video, lasst mir ein Like da und euch und euren Liebsten frohe Weihnachten.